Hallo meine Freunde, willkommen zum neuen Climb Let's Play. Wir machen gleich mal neu, ich hab's nicht schon ausprobiert. Skip Tutorial. Wir in diesem kleinen Spiel, das heißt Game Dev Tycoon. Und wir machen hier nämlich jetzt einmal unsere eigenen kleinen Computerspiele. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich würde sagen, wir nennen uns mal Crocs Studio. Studios. Playername. Ich schalte mal schnell mein Handy auf stumm. Crocs. Ich bin. Bin ich weiblich oder bin ich männlich? Was bin ich denn? Wie schauen wir aus? Lassen wir uns so ausschauen. Körper. Viel Auswahl gibt's ja nicht. Machen wir mal so. Hier, zack. So, in dem Spiel geht es ganz einfach darum. Develop a new game. Pick topic. Machen wir mal Sport. Wir machen mal ein Action-Sport-Spiel. Wir tun jetzt halt hier uns so kleine Plattform auswählen. Was nehmen wir? Wir nehmen natürlich den PC. Nehmen 2D V1-Grafik. Und jetzt hockt er da. Und programmiert unser Spiel. Story Quests, machen wir einfach alles voll. Machen wir einfach mal alles voll. Klappt, hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. So. Da auch alles voll, Dialoge. Immer. So, jetzt fliegt da natürlich so Pünktchen nach oben für Design und Technology und Research, und aber auch Bugs. Bugs machen wir auch, also. Wir sind nicht unfehlbar. Da hat man schon einen Bug. Ja. Gibt also, das Spiel ist auch nicht allzu teuer, falls es euch Spaß macht. Also, ich habe mir erstmal die Testversion runtergeladen. Und dann war ich süchtig. Dann musste ich's spielen. Musste ich's let's playen. Ich war süchtig. Übrigens, das ist mein erstes Let's Play jetzt. Meine allererste Aufnahme. Mit meinem neuen Mikro. Mit so, das Samson G-Track habe ich mir gekauft. Und hier sehen wir gerade aktuell, wie die Punkte bewertet werden. Wir können alles Engine, Gameplay, Story Quests über Levels kriegen. Tun wir mal klicken, dann geht's auch schneller. Und auch wir selbst können auch Levels kriegen. Hier gibt's auch einen Bonus. New Topic, New Combo, Great Combo. Also haben wir ein gutes Spiel gemacht. Release Game. So. Können wir gleich anfangen. Machen wir Research. Was machen wir? Game Engine. Ne, da fehlen mir die Research Punkte. Für mein erstes Spiel kommt die Bewertung rein. Vier, okay. Vier, eine gute Kombination. Ja, ich hätte gern, also es geht zwischen 1 und 10. Und 10 ist natürlich das Beste. Das ist so eine Art Punktetabelle. Je mehr Punkte du hast, Sports machen wir mal Adventure, aber wieder für den Computer. Dun, 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 dun. Ja. Okay, hier sehen wir natürlich, wie viel wir davon verkaufen. Und da oben ist unsere Kohle. Hoffentlich gehen wir nicht pleite, weil das geht nicht auch. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. In dem Spiel, also leider ein paar Mal geschafft, muss man sagen. Eins habe ich mal bis recht weit gespielt. Da kannst du zum Schluss kannst du sogar deine eigenen Spielekonsolen rausbringen. Auch ganz cool. Und auch Angestellte und alles haben. Aber fangen wir erstmal hier. Wir fangen ganz klein, ganz klitzeklein an. In der kleinen Garage. Man sieht jetzt Auto, Reifen, alles. Also wir fangen klitzeklein an in der Garage. Wie Microsoft. Ihr wisst, was ich meine, Microsoft. Aber pst, ich sag's mal nicht laut. Hat ja auch in der kleinen Garage angefangen. Der Checker Bill Gates. In der Garage angefangen. Mittlerweile einer der reichsten Menschen der Welt. Wenn nicht überhaupt der reichste Mensch der Welt. Ich bin da nicht so informiert darüber. Mülleimermaterial. Komplett uninspiriert. Zeitverschwendung. Keine Ahnung, was das letzte heißt. Also haben wir nichts Schönes rausgebracht. Machen wir mal Pick Topic. Military. Ein RPG. Und für den PC. Nicht hier für den G64. Den mag ich nicht. Kenne ich nicht. Ist noch alles vor meiner Zeit. So.
Contact Reaction. If you wish, Game 2. Aha. Dun, dun. Nicht kratzen, arbeiten! Ach, der Commodore ist das eigentlich, der Commodore. Mhm. Also die ganzen Geräte haben hier einen anderen Namen. Ihr werdet es auch sehen, also die Sony PlayStation ist nicht von Sony, sondern von Vony in dem Spiel dann. Weil die können ja nicht die Markennamen verwenden. Dun, dun. Also das Spiel hat mir 6,50 gekostet. Und es hat echt Suchtpotenzial. Also Leute, kauft es euch ruhig. Auf die 6,50 ist nicht schlimm. Dun, new topic, new combo. Dun, 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 dun. Dun, dun. So, jetzt machen wir mal hier Find Contact Work. Denkt ihr, das schaffen wir? Ich glaube noch nicht. Wir sind noch zu langsam dafür. Release kam rein. Nein. 3. 4. Not bad, not good. Not much fun. Und 4. Okay, dann machen wir mal Research. Custom Game Engine. Dun 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 dun. According to Thomas, the Japanese Nintendo, also die Nintendo kommt raus. Die heißt die halt Nintendo. Die Nintendo. Oh mein Gott. Also wir fangen halt wirklich anfangs mit an. Custom Game Engine. Research, new topic. Wir machen einfach mal Create Custom Game Engine. Kostet eine Menge Geld, also es kostet echt eine Menge Geld. Das lassen wir mal noch. Picture, machen wir mal Strategie, ein Strategie, PC. Zack. Und wir haben wieder keine Kohle mehr. Also ich glaube, wir tümpeln hier langsam vor der Pleite hin und her. Aber nur ganz langsam vor der Pleite. Also wird schon klappen. Dun 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 dun. Die Tess ist rausgekommen! Die Tess, meine Freunde! Also eigentlich die NES. Früher bei uns in echt hieß es mal NES. Nintendo Entertainment System. Und ach du Scheiße. Kein Geld mehr. Ja, neuer Rekord. New Combo, Great Combo. Engine Level 2, Gameplay Level 2, Story, Quests, Dialoge, Level Design, Official Instruction, World Design, Graphics, Sounds und ich bin auch Level 2. Yay! So, jetzt fast, wenn ich jetzt sag, hier mache ein neues Spiel. Military. Was war das gerade? Eine App. Ich habe keinen blassen Schimmer. Was habe ich denn gerade gemacht? Da gehen wir mal hier. Game History. Strategie. Ah. Und es kommt rein. Mal schauen. Ne, 4. Okay. Ich will gar nicht hinschauen. Ich schau mal weg. 5. Oh, ich will gar nicht hinschauen. Sagt mir nicht, was es ist. Sagt mir nicht, was es ist. Nein, sagt es mir nicht. Oh. Ja, okay. So schlecht war das nicht mal. Okay, Develop New Game, Pick Topic, Medieval nehmen wir mal, Genre, Strategy, auf dem PC. Ja, und wir haben nun ein Minus erreicht. Also, wir können bis minus 50.000 gehen und dann sind wir pleite. Hat er uns gerade gesagt. Okay. Also bei einem Mal, wo ich wenig gespielt habe, habe ich übrigens mit Game 4 eine Million gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist. Also Game 4, eine Mille neiklatscht und da bin ich gleich ins nächstgrößere Büro eingezogen. Und ich hoffe, es wird jetzt genauso sein. Neuer Rekord. Oh, new Topic, New Combo, Great Combo. Sehr geil, dann tun wir gleich mal releasen. Da will ich hin.
Machen wir mal Space. Nicht Strategie. Machen wir mal eine Simulation. Da, zack. Für den PC. Ja, Game Release kam in. Schaut doch gut aus. Ja, wir werden besser. Oh, nö. Komm schon. Du Arsch. Du bist auch ein Arsch. Habt ihr die zwei Ärsche gesehen? Gib mir einfach 4 Punkte. Schlimm. Fans. Ja, ich habe 23 Fans. Ja, 23. 23 Fans. Gamepad. Kann ich jetzt entwickeln. Warum denn nicht? Sales Record. Yay, wir haben 10.000 Spiele verkauft. Die Musik hat irgendwas, finde ich. Eigentlich wollte ich ja heute mein neues Wimmelbildchen aufnehmen. Aber leider, ich nehme ja meine Wimmelbildspielchen mit einem zweiten Computer auf. Und das hat was haben wir jetzt eigentlich für ein Spiel gemacht? Ich passe gar nicht auf vor lauter Reden. Space Simulation, cool. Dann nehmen wir mal Develop New Game. Space. Pick Plattform für den PC. Strategie. 2D-Grafik, V1. Also ich treffe leider die Musik nicht so, aber die ist geil. Die gefällt mir. Also ich habe auch, man muss ja vor jedem Let's Play den Publisher anschreiben. Ich habe hier den Publisher angeschrieben. Ich glaube innerhalb von nicht einmal einem Tag oder so. Weil das ist, naja, ein Amerikaner. I'm Caroline. Ja, die will mich interviewen. Ist immer geile Werbung. Der hat mir innerhalb von einem Tag oder so gleich zurückgeschrieben. Ja, kein Problem. Ich freue mich drüber. Echt geil. Ein Hype. Ein Hype ist übrigens werbungmäßig. Da gehen dann auch mal die Verkaufszahlen nach oben. Schauen, wie lange wir brauchen, bis wir mal ein bisschen Geld zusammenkriegen. Ich hoffe nicht allzu lang. Ich möchte die Garage verlassen. Ich will nicht mehr. So dreckig. Mal schauen, ob uns der Hype irgendwas bringt. Neuer Rekord, neue Combo, Great Combo. Release Game. Du machst erstmal Research. A new topic. Racing. Das Release kommt rein. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Dann kann ich auch nebenbei weggucken. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Nein. Ich sehe nix. So, schauen wir mal hin. Och, du Scheiße. Warum gibst du mir eine 4? Gib mir was mehr. Gib mir mehr. So 10er wären ganz nicht schlecht. Ganz viele 10er. 120.000. Steering Wheel. Dann tun wir auch gleich mal Steering Wheel. Researchen. Und dann machen wir mal was Geniales. Wir schreiben unsere eigene Game Engine. Dun, 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 dun. Er ist fertig. So, Create Custom Game Engine. 50.000. Mono Sound. Linear Stories. Safe Games und Steering Wheel. 130. Nein. Nein. Wir bringen erst noch mal ein Spiel raus. Racing, Strategy, Strategie, Lizenz 80.000, PC. Man muss natürlich auch schauen, wenn jetzt der PC nur noch 5% auf dem Markt vertreten ist, dann lohnt sich nicht unbedingt für einen PC ein Spiel zu schreiben, dann hat man auch weniger Verkaufszahlen. Ich hatte es mal gehabt, also ganz, ganz
weit jetzt in unserem Let's Play in der Zukunft eine eigene Konsole mit Marktanteil 100%. Ist natürlich auch genial. Jeder heutige Game-Hersteller oder Konsolenentwickler würde sich über 100% freuen. Die würden sich alle zusammen mit Tränen in den Augen in den Armen liegen und sagen, ja, wir haben es geschafft. Heutzutage ist es mehr so, dass es nur noch um die Kohle geht. Sample Cutscenes, Better AI, Open World. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Develop New Game, Pick Topic, machen wir mal Simulation, für den PC. PC ist das Beste, immer. PC. Release come in. Wobei NES, ich habe auch noch eine alte NES hier rumstehen. Alte Nintendo. Du Arsch. Du bist auch ein Arsch. Und euch hau ich gleich. Hoffentlich gehen wir echt nicht pleite. Kaum auf dem Markt schon pleite. Hoffentlich können wir das noch ein wenig verhindern. Hoffentlich können wir das noch etwas verhindern. Ein Engine Reminder. Ja, ich habe leider keine Kohle für ein Engine. Hat einer meinen Aschenbecher gesehen? Hier ist mein Aschenbecher. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Raucher. Hehe. Geräuchertes Fleisch hält sich halt nun mal länger. Aha. Target Audience. Also jung, alt und sowas. Kann man jetzt auswählen, wenn ich es erforscht habe. Nein! Hast du gerade einen Bug gemacht, du Arsch? Hast du gerade einen Bug gemacht? Mhm. Better Dialoge, Level Editor. Ja, so viel kann ich gar nicht machen. Kostet ja alles nochmal Geld. Dun, dun, dun. Ach, wisst ihr was? Create Custom Engine, Grafik, Mono Sound und Safe Game 90.000. Das kriegen wir, das müssen wir jetzt mal machen. Release come in. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Nein. Six? I like it, baby. Ja, okay. Okay, 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 okay. Ganz gut. Remining. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Der Sound finde ich echt cool in dem Spiel. Passt irgendwie zum Spiel dazu. Game Engine is complete. Develop New Game. Pick Top. Ach Quatsch, wir machen mal ein Research. Research, find New Topic. Hier, Fantasy. Irgendein Fantasy-Game bringen wir jetzt mal raus. So was wie Warcraft oder sowas bringen wir mal raus. Ist 1er. Ist auch schon sehr lang her. Ja, die kenne ich nicht einmal. Das ist Fantasy. Okay, Develop New Game. Fantasy, Pick Genre, RPG, für den PC, 80.000 kostet mir die License und die Dev-Kost. Ist mir zu teuer. Ist mir echt zu teuer. 2D-Sounds. Safe Game, brauchen wir. Dun, 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 dun. Nicht kratzen, arbeiten! Ich kratze mich die ganze Zeit am Kopf. Zack. Design? Ja, okay, da haut er ziemlich viel raus. Vielleicht kriegen wir ja mal einen neuen Mono-Sound, nicht Basic Sounds.